und ich darf aufrufen. Tagesordnungspunkt 71, das ist der Entschließungsantrag Fraktion von CDU und Bündnis 90 Die Grünen, eindeutiges Bekenntnis zur verfassungsgemäßen Ordnung für ein rechtsstaatliches Deutschland in Europa, Drucksache 20554. Es ist der Setzpunkt der Fraktion und erster Redner ist der Kollege Jörg Michael Müller für die CDU. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ein Setzpunkt mit dem Thema Bekenntnis zur Verfassung in Europa. Warum heute Morgen um 9 Uhr schon so etwas? Warum so Grundsätzliches, ja doch so Selbstverständliches, ja, wenn das alles so wäre, kann man auch sagen, Unnötiges um 9 Uhr? Na ja, das ist wie ein großer Tanker auf dem Meer. Unbeeindruckt fährt er vor sich hin, Stürme, was soll's, schafft er schon, immer weiter, immer voran. Doch alles zerrt an ihm. Wetter, Wellen, Technik, eben alles. Er bleibt nicht unberührt von allem. Nur eins ist immer sicher, der Hafen, ein Ort der Sicherheit. Ich finde, das ist ein sehr einprägsames Bild für das, was in unserer Gesellschaft gerade so passiert. Na ja, und wenn wir auf die berühmte Leiter der Psychologie steigen und auf uns runterschauen, auf das, was für gesellschaftliche Veränderungen bei uns stattfindet, wie unfassbar widersprüchlich so vieles ist, dann ist es gut, den sicheren Hafen unserer Verfassung zu haben in einer Umgebung wie Europa. Unsere Verfassung, also vor allem unser Grundgesetz aber, auch die erste bundesdeutsche Landesverfassung, nämlich die hessische, entstanden aus dem, was einer der Neurechten Nicht-Alternative als Fliegenschächs bezeichnete. 12 Jahre Unrechtsstaat, Menschenverachtung, Mord, Krieg, Shoah. Also nur, wenn wir es heute übersetzen, 2,5 Legislaturperioden unseres Landesparlaments. Eine Zeit, in der die Geschichte umgegraben, die Konsequenz für viele fürchterlich, schrecklich war, nachwirkende Ereignisse hervorgebracht hat, aber für uns als leere Mahnung mehrere sichere Häfen, Leitplanken unseres Handelns, namentlich unsere Verfassungen und die so heilsbringende Hinwendung und Einigung Europas vorgebracht hat. Beides, unsere verfassungsmäßige Ordnung mit ihren Ausprägungen und die Hinwendung und Einbindung in die Europa. Kollege Müller, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lambeau? Nein. Beides, unsere verfassungsmäßige Ordnung mit ihren Ausprägungen und die Einbindung in Europa, haben unsere Demokratie, Freiheit, Sicherheit und was so gerne verniedlicht wird, den Deutschen und eben auch uns Hessen einen unwahrscheinlich außergewöhnlich breit verteilten Wohlstand gebracht. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist es genau in dieser Zeit wichtig, auf beides zu achten. Oder wie man heute so gern sagt, achtsam mit den Konsequenzen aus dem von Gauland so irre bezeichneten Fliegenschiss zu sein. Gerade jetzt in Zeiten dieser Pandemie, die alle belastet und beschwert, die deutlich macht, wie verwundbar ein solch komplexes System tickt und wie wichtig es ist, diese unsere Verfassung für unser gemeinsames Zusammenleben und eben auch den Erfolg unseres Landes und der Republik, wie wichtig dies für uns alle ist. Viele Grundentscheidungen sind dort getroffen, in den Verfassungen. Freiheit, Eigentum, Sozialverpflichtung, das sind die Leuchttürme. Daraus leiten zurzeit viele ab, der Staat beschränke in der Pandemie übermäßig. Er sei antidemokratisch. Das Infektionsschutzgesetz beispielsweise sei ein Angriff auf diese Verfassung, ungeachtet, ob man das Gesetz als gelungen, die Maßnahmen als übergriffig oder falsch hält. Kritik, die übrigens in unserer Verfassungslage frei geäußert werden kann, darf und in einer Demokratie auch muss. Sie verkennt eins, die eingangs geschilderten Leuchttürme stehen auf der eigentlichen Grundlage unserer Verfassung, der Menschenwürde und dem Schutzauftrag des Staates eben für diese Menschen. Daraus folgt, Kolleginnen und Kollegen, dass der Staat gerade in einer solchen Situation wie der Pandemie handeln und eben schützen muss. Dass dies Widerspruch hervorruft und dieser auch geäußert werden kann und darf, ist Gütezeichen unserer verfassungsmäßigen Ordnung. Möglich wird es, diese Ordnung zu leben, diese Freiheit zu haben und vor allen Dingen diesen Wohlstand zu erwirtschaften, vor allem, weil wir tief eingebunden sind in die Europäische Union. Die Freundschaft der Europäer, zugegebenermaßen mal mehr, mal weniger, aber immer notwendig, ist neben den Möglichkeiten, die das Miteinander bietet, vor allem aber ein Schutz des Gegeneinander, eben vor allem eine Friedensunion. Deshalb wenden wir uns mit aller Kraft und Deutlichkeit gegen die unfassbar abstrusen Thesen der AfD, diesem auf dem Parteitag geäußerten national besoffenen Bekenntnis, die EU muss sterben, wenn Deutschland leben will.
und wir wollen raus, und dies auch noch beschrieben wurde als DNA der AfD. Dies und die so vielen unfassbaren verbalen Äußerungen, die Angriffe auf das Wertesystem unserer Verfassung, übrigens stets unter dem Deckmantel einer angeblichen Rechtsstaatlichkeit, die Bekenntnisse zur identitären Bewegung, die tiefe Verwurzelung und letztlich, wie in Dresden geschehen, die Übernahme durch diesen völkischen antidemokratischen Flügel zeigen vor allem eins. Die wollen eine andere Gesellschaftsordnung. Sie verneinen die Erkenntnisse unserer Verfassung aus der Zeit des sogenannten Fliegenschisses. Sie wollen kein einiges Europa. Kurz, sie bekämpfen unsere freiheitliche Grundordnung. Das ist es, was mancher Verfassungsschützer sagt. Das ist verfassungsfeindlich. Und dagegen wehren wir uns. Wehren wir uns mit dem Blick auf unsere Verfassung, vor allem der Verantwortung ihrer Entstehung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem bei der Sozialdemokratie, da werden Sie möglicherweise mit uns einer Meinung sein. Sie ermahnen uns ja auch immer schön und nett, ja nicht mit den Leuten gemeinsame Sache zu machen. Ich kann da nur sagen, da muss man uns nicht ermahnen. Zu unserem Gencode, um das mal neudeutsch zu sagen, das verwendet man ja heute so gerne, bei uns gehört es zum Gencode, dass wir mit keinem Extremisten, keiner extremen Partei etwas machen. Wir machen das nicht. Doch reicht das? Doch reicht das? Haben auch nicht Sie die Aufgabe, sich fernzuhalten von dem, was gegen unsere Verfassung, gegen Europa und eben auch gegen die freiheitliche Gesellschaft anrennt? Ich möchte das in unserem Antrag heute sehr deutlich machen. Nicht nur rechts außen, sondern eben auch links außen wird gegen unsere Verfassung agiert und eben die Verfassung infrage gestellt. Da geht es auch nicht um eine persönliche Sympathie oder freundlichen Umgang miteinander. Da geht es um klare Kante gegen Extremismus. Wer radikal links ist, die gesellschaftliche Ordnung infrage stellt, Revolution für ein legitimes Mittel dieser Änderungsvorstellung hält, ist eben genauso wie diejenigen, die von Ihnen als rechtsradikal bezeichnet werden. Und es gibt so viele linke Beispiele, Frau Wissler, so viele. Da gibt es das Video, mit dem der bewaffnete Kampf die Revolution legitimiert wird. Ein Dementi dazu bis heute nicht, aber Sie haben ja heute Gelegenheit. Da gibt es Mitglieder aus Strategietagungen, die das Erschießen von Reichen gutieren, oder Vorsitzende, ehemalige, die dann sagen, nein, das tun wir nicht, Zwangsarbeit, frei übersetzt. Da kann es ja auch sein. Und da gibt es eben Jungs, die Wahl von Ihnen zur Vorsitzenden der Linke, die mit Marx und Trotzki die Linken noch weiter nach links rückt. Eine Partei, die genauso radikal gegen unsere Verfassung anrennt wie eben auch die Rechte. Da scheinen allerdings die Berührungsängste, liebe Sozialdemokraten, nicht ganz so groß zu sein. Aber vielleicht sollten wir doch mal auf Willy Brandt schauen. Eine tolle Quelle für Zitate. Und vielleicht sollten Sie ihn nicht nur als ziemlich beeindruckende Plastik in Ihrer Parteizentrale stehen haben, sondern sich auch mal anschauen, was er gesagt hat. Und er hat den Satz, den für mich immer prägend war und ist, gesagt, für mich bezeichnend war, gesagt, man kann heute nicht Demokrat sein, ohne Antikommunist zu sein. Ich finde, das ist ein Leuchtturm in der Betrachtung dieser Welt. Und letztlich der große Mann der Nachkriegssozialdemokratie, der es auf den Punkt brachte. Kommunisten sind rotlackierte Faschisten. Kurt Schumacher, dem muss man nichts hinzufügen. Deshalb lassen Sie uns, die demokratischen Partei, bei allem Streit, bei allem Widerspruch, bei allen unterschiedlichen Positionen in einem einig sein. Demokratie braucht keine Extremisten. Demokratie braucht eine Auseinandersetzung und den Meinungskampf der Demokraten aller Parteien. Und unsere Verfassung und unser Europa braucht Demokraten, die beides verteidigen. In diesem Sinne sagen wir Ja zu unserer Verfassung, Ja zur Einbindung Europa, Nein zu Extremisten von links und rechts. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Müller. Nächster Redner ist der Abgeordnete Erich Heidkamp für die Fraktion der AfD. Das Wort hat jetzt der Kollege Heidkamp und ich möchte gar nicht wissen, wo der Tag endet, wenn er schon so beginnt. Also hören Sie einfach Herrn Kollegen Heidkamp zu. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
Sehr geehrter Herr Müller, nach Ihren einleitenden Sätzen hätten Sie sich eigentlich wieder hinsetzen können. Sie haben ja das alles abqualifiziert. Sehr geehrter Herr Boddenberg, weil es so schön zum Thema dieses Antrags passt, Sie haben gestern die durchaus diskussionswürdige Alternative der Linken zur Schuldenbremse als Wahlkampfgetöse abqualifiziert und haben sich dann offensichtlich Erleichterung verschafft mit dem verräterischen Schlusssatz, das musste mal sein. Die Linke ist so ehrlich, die Schuldenbremse abschaffen zu wollen. Sie und die von Ihrer CDU geführten Regierungen in Wiesbaden und Berlin halten sich einfach nicht dran. Das Resultat ist das Gleiche. Der Titel des Entschließungsantrags und die im Text aufgestellten Thesen und Aufforderungen an den Landtag sind in großen Teilen von einer beeindruckenden Selbstverständlichkeit bis zur inhaltlichen Banalität. Herr Müller, wir geben Ihnen recht. Die mutwillig zerstörerische Brisanz liegt in der unterschwelligen Unterstellung, dass es im Hessischen Landtag Fraktionen gäbe, die sich nicht zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung, die sich nicht zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, nicht zu der Verfassung des Landes Hessen, nicht zu der Demokratie der Rechtsstaatlichkeit, nicht zur Gewaltenteilung, nicht zur Achtung der Menschenrechte, nicht zu einer freien Wirtschaftsordnung, nicht zum Sozialstaatprinzip bekennen würden. Sie sagen richtig, dass die Verbreitung von Fake News, die Verächtlichmachung von demokratischen Institutionen und ihrer Repräsentanten, dazu zählen wir auch, die Leugnung von Fakten, von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Bewerbung von populistisch vereinfachenden Lösungen – ich bedanke mich für Ihren Zwischenruf – zur Verinnerlichung, Angst, Wut und Ablehnung der Bürger führen, dagegen muss sich der Landtag zur Wehr setzen. Wer damit aber die Alternative für Deutschland und insbesondere die Abgeordneten ihrer Fraktion im Hessischen Landtag gemeint sein sollten, so fordern wir die Fraktionen der Regierungsparteien auf, Belege für diese Behauptung vorzulegen. Im zweiten Antrag vermischt der Entschließungsantrag sicher nicht ohne Absicht Begriffe und vertragliche Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen. Es hat in Deutschland nie eine Volksabstimmung zu den Verträgen der Europäischen Union, damals sprach man von europäischen Verfassungen, gegeben. Diese Verträge wurden vom Bundestag und vom Bundesrat lediglich ratifiziert. Die deutsche Regierung hatte damals schon nicht den Mut, den Deutschen eine europäische Verfassung einer Volksabstimmung zur Entscheidung vorzulegen. Die proeuropäische Enthaltung der Volksabstimmung in Hessen aus dem Jahre 2018 bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Verträge zwischen Deutschland und der EU, sondern beinhaltet lediglich eine Erklärung, in der Hessen sich zu einem demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen verpflichteten Europa bekennt. Wo ist das Problem? Die in Teilen polemischen und etwas wirren Entschließungsantrag der Regierung tragenden Fraktionen kann man nur verstehen als den bestellten, verzweifelten Hilferuf einer Regierung, die nicht mehr ein- noch ausweist. Eine Regierung in einer von der ehemals stolzen CDU angeführten Koalition, welche der Partei Bündnis Grünen die Rolle des Steigbügelhalters zugedacht hatte, wobei der Steigbügelhalter sich von Wahl zu Wahl immer aggressiver zum Reiter aufschwingt. In Frankfurt brauchen Sie es schon gar nicht mehr. Die Stellungnahme eines Ministerpräsidenten, der in Einklang mit seinen Kollegen im Bundesrat ein gerade beschlossenes viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite im Fernsehen, in den Medien als problematisch bis fehlerhaft, jedenfalls nicht zielführend bezeichnet, ist nicht vertrauensförderlich. Ein die föderale Struktur Deutschlands infrage stellendes Gesetz unterschreibt man ganz einfach nicht, wenn man seine Rolle im Bundesrat noch ernst nimmt. Es kann nicht die Rolle des Bundesrates sein, der Bundesregierung übergriffiges Verhalten zu ermöglichen. Herr Müller, Sie haben den Begriff übergriffig selber erwähnt. Nach 15 Monaten des unschlüssigen Lavierens und erfolglosen Ausprobierens gibt es keine sich widerstreitenden Ziele mehr. Dieser Begriff kommt nicht von mir. Auf dem Weg aus der Pandemie, wie in dem Entschließungsantrag etwas wolkig umschrieben. Die Regierung muss also nicht mehr nur mit Besonnenheit und Vorsicht zusammenführen, sie muss endlich entschlossen handeln. Setzen Sie der Kakophonie ein Ende. Das einzige und klare Ziel muss sein, so schnell wie möglich die deutschen Bürger gegen die Infektionen mit dem Coronavirus zu schützen und damit
die unvermeidlich ergebenden gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden so gering wie möglich zu halten. Auf dem von der die Regierung stellenden Fraktionen geforderten Weg, aufgrund von Wissenschaft und Fakten zu entscheiden, ist das am ehesten möglich über den massiven und schnellen Einsatz eines nach Einschätzung der Regierung hochwirksamen und so weit wie möglich nebenwirkungsarmen Impfstoffs. Bei der Qualität dieses Impfstoffs, weder bei der Wirksamkeit noch bei den Nebenwirkungen, dürfen keine Kompromisse gemacht werden, denn sie ist die wesentliche Voraussetzung für die Freiwilligkeit beruhende Impfbereitschaft der Bürger. Der Umweg des Einkaufs des mRNA-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech über die EU-Kommission war ein schwerer Fehler, wie die nur langsam in Schwung kommende Impfaktion zeigt. In Deutschland hat dieser Fehler unnötig Erkrankte mit oft schweren Langzeitwirkungen und vermeidbare Tote zur Folge, insbesondere bei den jungen Menschen. Die wirtschaftlichen Folgen sind verheerend. Jeden Monat, der Deutschland früher aus dem Lockdown gekommen wäre, hätte uns nach konservativen Schätzungen ca. 15 Milliarden € pro Monat ersparen können und hätte unsere internationale Wettbewerbsposition nach dem Ende der Pandemie entschieden verbessert. Nicht die Länder der EU, nicht Frankreich, nicht Italien und auch nicht Griechenland, sondern die USA und China bewahren uns die in diesen Ländern wieder anspringende Konjunktur vor dem Schlimmsten, ohne dass wir sie mit Hunderten von Milliarden unterstützen müssten. Niemand in der Alternative für Deutschland, will Europa verlassen. Europa kann man nicht verlassen. Europa kann man nicht verlassen. Das dürfte Ihnen sogar einsichtig sein, Frau Wissler. Europa ist die Heimat von über 30 Nationen. Wir wollen ein erfolgreiches Deutschland in einem erfolgreichen Europa. Wir wollen in Frieden mit unseren Nachbarn leben, in einem fairen Austausch, in fairer Konkurrenz aufgrund von freier Basis ausgehandelten Verträgen. Wenn wir gemeinsam im internationalen Wettbewerb erfolgreicher sein können als alleine, dann wollen und werden wir mit unseren Nachbarn zusammenarbeiten. Deutschland ist im Rahmen seiner Möglichkeiten bekannt für seine positive Mitarbeit in internationalen Organisationen und für die Hilfe, wenn andere Länder Naturkatastrophen ausgesetzt sind. Darauf sind wir stolz. Wir wollen aber zurück an die Weggabelung im Jahre 2009, als mit dem Vertrag von Lissabon ein falscher Weg eingeschlagen werden sollte, der letztendlich zur Aufgabe der nationalen Organisationen und Identitäten geführt hätte. Wir wollen uns für einen gemeinschaftlichen Erfolg der europäischen Länder einsetzen und sind überzeugt, dass dies mit der Ausrichtung der Institutionen der aktuellen und geplanten Europäischen Union nicht gelingen kann. Auf das Abenteuer Euro haben sich die Deutschen eingelassen unter der Zusage, dass diese gemeinsame Währung in großen Zügen auf den Regeln der damaligen von allen Nachbarn über Jahrzehnte als äußerst erfolgreich angesehenen Deutschen Bundesbank als Hüterin der Geldstabilität aufgebaut wurde. Als Zeichen dieser Zusage und dieses Wollens wurde die Europäische Zentralbank nach Deutschland verlegt. Die einzelnen Nationen sollten nie für die Schulden der anderen Mitglieder des Euro haften müssen. Was wir bekommen haben, ist eine EZB und eine Währungspolitik, die sich immer mehr dem französischen Modell annähert. In Paris sind Finanz- und Wirtschaftsministerium einem einzigen Minister unterstellt. Für Franzosen, Italiener, Spanier, Griechen usw. war es schon immer vollkommen normal, die Geldpresse anzuwerfen, wenn man international nicht mehr konkurrenzfähig war. Jetzt können diese Länder diese Politik auch noch auf Kosten Deutschlands verfolgen, unterstützt von einer von allen guten Geistern verlassenen Kommission der EU. Die Alternative für Deutschland weist seit Jahren auf das sich abzeichnende Desaster hin. Alle wesentlichen bei der Einführung des Euro befürchteten negativen Auswirkungen und Entwicklungen sind eingetreten. In so einer Situation wird unsere Partei zur Alternative für ein erfolgreiches Europa. Wenn Deutschland sich schon gezwungen sieht, die nationale Souveränität, die Kontrolle über seine Währung in fremde Hände zu geben, warum treten wir dann nicht einfach dem Dollarraum bei? Wir würden uns wundern, wir stimulieren, sich ein solcher Vorschlag, eine solche Alternative auf die aktuelle Diskussion mit unseren EU-Europartnern auswirken würde. Die würden ganz schön aktiv.
Der Anschlussantrag beschreibt leider künstlich aufgebauschte Probleme und fiktive Realitäten. Der Antrag ist sinnfrei, und man erkennt eigentlich nicht, was er zu einer auf Wissenschaft und Fakten basierenden parlamentarischen Diskussion beitragen soll. Danke schön. Vielen Dank, Herr Abg. Altkamp. Nächster Redner ist der Abg. Stirböck für die Fraktion der Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Respekt! Es ist eine starke Einstiegspassage im Absatz 1 Ihres Antrags. Ich zitiere: Der Landtag bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ebenso gehört zu unserer Wertegrundlage das erfolgreiche Wirtschaftsmodell der sozialen Marktwirtschaft, allen Angriffen auf diese Grundordnung und die wesentlichen Prinzipien unseres Zusammenlebens von Extremisten und Populisten jeder Couleur begegnet der Landtag mit einer klaren Absage. Diese Absage unterschreiben wir Freien Demokraten uneingeschränkt. Und diese Absage ist auch nötig und aktuell. Wenn bei Umfragen teilweise über 50% der Wähler in Bundesländern Parteien wählen würden, die sich nicht vorbehaltlos und uneingeschränkt zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und zu unserem Wirtschaftsmodell bekennen, dann ist das besorgniserregend. Machen wir deshalb auch in diesem Hessischen Landtag die Mitte stark gegen die Ränder. Drei Gedanken dazu. Wenn wir uns gegenseitig den Respekt für die Position und manchmal auch für die Person des jeweils anderen versagen, wenn wir bei aller Überzeugtheit von der eigenen Position jeden Restzweifel verwerfen, der andere könnte vielleicht auch recht haben, dann sind wir in unserem Absolutheitsanspruch nicht besser als diejenigen, die wir eigentlich bekämpfen wollen. Dieser Absolutheitsanspruch geht auch häufig einher mit einer Diskursverengung. Ja, der Satz ist dumm, den man immer von der AfD hört. Man wird doch wohl noch sagen dürfen. Man darf sagen, aber wir müssen aufpassen, dass nicht alles, was nicht der eigenen Position entspricht, zum moralisch Unsagbaren verklärt wird. Je enger wir das Korsett des Unsagbaren schnüren, desto mehr schnüren wir den notwendigen demokratischen Diskurs, die notwendige pluralistische Debatte in unserem Lande ab. Und auch das ist brandgefährlich. Zweitens. Wir müssen wieder mehr streiten unter den demokratischen Parteien der Mitte. Wenn man meint, mit politischer Ökonomie, Stichwort asymmetrische Demobilisierung und Meinungsforschung, politische Haltung, politische Grundwerte zu ersetzen, dann verlieren wir die politische Auseinandersetzung in der politischen Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Positionen. Dann eröffnen wir damit den Raum für Parteien, die wir eigentlich nicht haben wollen, die dann in diese Lücke stoßen. Also streiten wir wieder gemeinsam mehr in und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Drittens. Es gibt auch eine zunehmende Verrohung und Verprollung des politischen Diskurses von links und von rechts. Ich denke an Bedrohungen aus der Tierschützerszene gegen unsere Kollegin Wiebke Knell, aber auch an eine abscheuliche Szene hier im Hessischen Landtag, als vor einem Jahr ein Sprecher der AfD dem Ministerpräsidenten persönlich die Schuld an Übergriffen gegenüber der AfD gab. Und diese AfD-Fraktion seinerzeit nahezu geschlossen nach dieser Rede aufsprang und emphatisch applaudierte. Der Ministerpräsident hat es damals auf den Punkt gebracht, dass bei den Vorwürfen dieses Vertreters der AfD nur noch der Schaum vor dem Mund fehlte. Ich sage es platter, Hass macht hässlich und hat hier nichts im Hessischen Landtag zu tun. Der Populismus richtet sich zu oft auch gegen Europa. Auch der Absatz 2 Ihres Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion, beginnt stark. Die europäische Einigung, heißt es, da hat den Menschen in unserem Land in unvergleichlicher Weise eine Ära des Friedens, der Freiheit, der Sicherheit und des Wohlstandes gebracht. Und deshalb teilen wir auch Ihre Schlussfolgerung. Der Landtag sieht es als seine Pflicht, diese Errungenschaften und die europäische Einigung gegen aufkommende europafeindliche und populistische Kräfte entschlossen zu verteidigen.
Ich habe hier 2019 gesagt, bei Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte das Parteiprogramm der AfD. Auf Ihrem letzten Bundesparteitag ist das noch einmal deutlicher geworden, dass das Parteiprogramm der AfD, wenn man das umsetzen würde, eine Gefahr für unser Land und eine Gefahr für Europa darstellen würde. Überlassen wir das Land nicht den Europahassern der AfD. Denen das zu überlassen, wäre übrigens nicht nur dumm, sondern es wäre auch ein unpatriotischer Akt. Denn kaum jemand profitiert mehr vom gemeinsamen Binnenmarkt als Deutschland und gerade unser Bundesland Hessen. Wer ernsthaft aus der EU austreten will, macht Deutschland nicht stark, sondern er wird Deutschland schwächen. Drei kurze Gedanken dazu. Wir wollen Europa auch besser machen, ändern, zum Chancenkontinent machen. Große Themen wie die Digitalisierung, der Klimawandel, Flüchtlingspolitik, aber auch die Verteidigung können wir nicht im nationalen Klein-Klein lösen. Am Europatag, da startet endlich die Konferenz über die Zukunft Europas, ein wichtiger Schritt zur Reform innerhalb der EU. Ein kluger freidemokratischer Europapolitiker Guido Cosmel sagt immer, wir arbeiten heute mit 27 Mitgliedstaaten in Strukturen, die bei der Gründung der EWG für 6 Mitgliedstaaten gedacht waren. Wir wollen dagegen das Europäische Parlament stärken mit transnationalen Listen und mehr Initiativ- bzw. Vetorechten. Die AfD will übrigens das Europäische Parlament schwächen. Populismus kommt oft auch mit einer Verächtlichmachung des Parlamentarismus einher, und das werden wir immer bekämpfen. Wir wollen in vielen Bereichen qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der EU statt Einstimmigkeit, auch damit wir uns nicht von den Rechtspopulisten, ihren Brüdern im Geiste wie Orbán oder der PiS-Regierung in Warschau erpressen lassen müssen. Und Europa, meine sehr geehrten Damen und Herren, braucht auch keinen Wanderzirkus zwischen Brüssel und Straßburg. Zweitens, Europa steht auch vor großen Herausforderungen. Nun müssen wir die kommenden Jahre des mittelfristigen Finanzrahmens klug und überlegt nutzen, um Europa und die EU im globalen Wettbewerb fit zu machen. Dabei sollten sich auch die Regionen, also die Landtage, über den Europaausschuss stärker einmischen in die Debatte. Denn Hessen hat mit dem Standort des europäischen Finanzplatzes ein vitales Interesse an der weiteren Entwicklung der EU. Drittens, nicht Europa versagt, sondern die Politik. Ja, die Impfstoffbeschaffung war unserer Meinung als Freie Demokraten von der Laienhaft. Aber zu schnell werden Fehler pauschal Europa zugeschrieben. Denn nicht Europa hat dabei versagt, sondern einzelne Akteure auf der politischen Ebene in Europa haben versagt. Niemand käme doch auf die Idee, die aus unserer Sicht mangelhaften Schutzbedingungen für Pflegeheime in Hessen in den vergangenen Jahren mit Hessen hat versagt zu kommentieren. Wir sollten also notwendige Kritik nicht gegen Europa, sondern an die politischen Akteure adressieren. Dies stärkt den europäischen Gedanken und schwächt diejenigen, die das großartige Projekt Europa verächtlich machen wollen. Und in Ihrem dritten Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, steht von Ihrem etwas sehr dick aufgetragenen Selbstlob mit Ihrer angeblichen Besonnenheit mal abgesehen schon auch viel Kluges. Die zum Schutz von Gesundheit und Leben notwendigen Einschränkungen, heißt es da, wesentlicher Freiheitsrechte sind eine extreme Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und auch für unser politisches System. Die Abwägung zwischen den unterschiedlichen Schutzgütern individueller Freiheitsrechte auf der einen Seite und dem Schutz des Lebens und der Gesundheit auf der anderen Seite erfordern großes Verantwortungsbewusstsein, heißt es in Ihrem Antrag. Drei kurze persönliche Gedanken dazu als Abbinder. Erstens, mir gefällt der Begriff der Abwägung sehr gut. Fast alles, was wir hier zu entscheiden haben, was wir in Verantwortung zu entscheiden haben, ist eine Abwägung. Wir sollten dem jeweils anderen immer auch abnehmen, dass er auch wägt. Radikalisierung sollten wir die Differenzierung entgegensetzen. Zweitens, die Belastung der Bürger ist teilweise existenziell. Im öffentlichen Dienst, in den Parlamenten, in den Kabinetten kann man sich vielleicht auch nicht immer vorstellen, was das wirklich heißt. Wahrscheinlich kann auch ich es nicht immer nachfühlen.
Im Positiven sehe ich zurzeit in Deutschland, in unserer Gesellschaft, eine Politisierung. Aber es gibt nicht nur positive Politisierung. Bei manchen geht sie leider auch mit Radikalisierung einher. Und ich nehme ganz persönlich wahr, dass Menschen auch in meinem weiteren Umfeld anfällig werden für Verschwörungstheorien, für Fake News und für einfache Lösungen. Das muss uns als Abgeordnete hier alle nachdenklich stimmen und auch ein Stück weit zum Inne- und Maßhalten anhalten. Und daher zum Schluss drittens mein Appell. Jemand, der mehr dem Team extreme Vorsicht angehört, wird in erhitzter Diskussion, politischer Diskussion schnell mal zu einem kleinen Diktator. Jemand, der vielleicht auch mal überspitzt mehr Freiheiten einfordert, der wird schnell auch zum Verschwörungstheoretiker. Aber zwischen jenen, die den Aluhut tragen, und jenen, die zu schnell den Gesslerhut grüßen, gibt es ganz viele Facetten, und denen sollten wir auch Raum geben. Machen wir unsere demokratische Debattenkultur groß, dann bekommen wir auch die Populisten, die Radikalinskis und die Europaklasse und die Europahasse klein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Kollege Stirböck. Nächste Rednerin ist die Abg. Waschke für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn wir in diesen Räumen einen solchen Antrag, wie er uns heute Morgen vorliegt, diskutieren, dann müssen wir alle aufhorchen. Denn wenn wir uns in einem Antrag zu etwas bekennen, das eigentlich für jede Frau und jeden Mann hier in diesem Raum selbstverständlich sein sollte, dann läuft etwas schief. Es geht um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Es geht um Menschenwürde, das Demokratieprinzip, die Rechtsstaatlichkeit. Es geht um ein Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, die entstanden ist angesichts der Schrecken der Nazi-Herrschaft. Denn wir haben uns damals in Deutschland darauf verständigt, dass zur Freiheit unabdingbar soziale Verantwortung gehört. Soziale Verantwortung gilt übrigens nicht nur für die Wirtschaft, sondern für jeden und jede von uns, in diesen Tagen aktueller denn je. In dem Augenblick, wo diese Punkte überhaupt zur Diskussion stehen, sehen wir, dass etwas ins Ungleichgewicht geraten ist. Auch wenn sich der Antrag offensichtlich auf aktuelle Ereignisse bezieht, müssen wir zugeben, dass dieses Ungleichgewicht bereits eine ganze Weile gärt. Bis auf ein paar Punkte, auf die ich noch zu sprechen komme, kann die SPD den vorliegenden Antrag mittragen. Was ich aber nicht verstehe, Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grünen, warum Sie so um den heißen Brei herumreden. Wenn wir heute hier im Landtag über diesen Antrag abstimmen, dann stimmen wir ganz offensichtlich über das Wahlprogramm zur Bundestagswahl der AfD ab. Und da wird von der AfD... Ja, deswegen hören Sie gut zu. Ich habe nämlich sehr den Eindruck, Sie kennen Ihr eigenes Programm nicht, nach dem, was ich hier heute Morgen gehört habe. Da wird von der AfD auf der einen Seite die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard gelobt, aber gleichzeitig soll mit diesem Fantasiebegriff Blue Deal die soziale Marktwirtschaft quasi abgeschafft werden, indem, so wie es da heißt, die Wirtschaft von politisch herbeigeführten Belastungen komplett befreit werden soll. Und ich erinnere noch einmal daran, unser wirtschaftlicher und sozialer Erfolg basiert darauf, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg unseren Markt ganz bewusst in eine sozial gesteuerte Marktwirtschaft gebettet haben. Und jetzt plötzlich hören wir von politisch herbeigeführten Belastungen oder gar, wörtliches Zitat, sozialistischer Industriepolitik. Und das zeigt für mich ganz deutlich, dass die AfD gar kein Interesse an einer solidarischen Gemeinschaft hat. Im weiteren Verlauf ihres Wahlprogramms ist davon die Rede, Zitat,
dass die EU der Brandstifter in Europa sei oder gar die kulturelle Identität der Länder bedrohe. In der Begründung zu dem leider erfolgreichen Änderungsantrag steht, dass die Mitgliedschaft Deutschlands in der EU die monetäre und demokratische Ausplünderung unseres Landes bedeutet. Es sei daher die Pflicht, als patriotische Bürgerpartei aus der EU auszutreten. Herr Kollege Heidkamp, Sie haben heute Morgen hier das komplette Gegenteil behauptet. Haben Sie das überhaupt gelesen, was Sie abgestimmt haben? Es geht Ihnen überhaupt nicht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und das sehen die Leute mittlerweile auch, und Sie strafen sie ab, indem Ihre Ergebnisse immer schlechter werden. Sie werden nichts daran ändern, wenn Sie sich jetzt weiter mehr und mehr radikalisieren oder sich aus wahltaktischen Gründen mit den Querdenkern verbünden. Wir haben heute hier im Hessischen Landtag die Gelegenheit, uns zu unseren Werten zu bekennen. Und da spreche ich für die gesamte SPD-Fraktion, wenn ich sage, wir stehen zu den freiheitlich-demokratischen Grundwerten. Wir bekennen uns zu einer sozialen und solidarischen Europäischen Union. Menschenrecht und Minderheitenschutz sind für uns selbstverständlich. Und wir setzen uns ein für ein verantwortungsvolles Handeln von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft in und vor allen Dingen auch in Zeiten von Corona-Pandemie. Da sind wir ganz nah bei Ihnen, Kolleginnen und Kollegen von CDU und Grünen. Auf die Passage der Besonnenheit der Landesregierung in dieser Pandemie möchte ich an der Stelle ausdrücklich nicht eingehen. Das hat meine Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser gestern ausführlich getan. Was mir aber in Ihrem Antrag komplett fehlt, ist die Konsequenz aus all diesen Bekenntnissen, die da aufgeschrieben worden sind. Nehmen wir die von Ihnen aufgeführten extremistischen Kräfte, Populisten und Querdenker. Es kommt bei Ihnen kein Wort dazu vor, wenn es um Maßnahmen geht, die uns gegen diese Kräfte stärken. Kein Wort zur europäischen Säule sozialer Rechte, kein Wort zur europäischen Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter oder die Strategie für eine Verstärkung der Anwendung der Grundrechtscharta. Wir finden kein Wort zum Aktionsplan gegen Rassismus und kein Wort zum europäischen Aktionsplan zur Demokratie. Es liegen nämlich Kolleginnen und Kollegen von der EU einige sehr gute Maßnahmen auf dem Tisch. Wir müssen den Ball jetzt aufnehmen, um in Hessen genau diese Maßnahmen, die Sie in Ihrem Antrag beschrieben haben, mit Leben zu füllen. Ein Bekenntnis ist schön und gut, aber ohne Lösungsansätze mittelfristig leider wertlos. Neben staatlichen Lösungsansätzen gibt es aber auch noch die Lösungsansätze der Zivilgesellschaft. Diese sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar effektiver. Und auch hier finde ich kein Wort dazu in Ihrem Antrag. Kein Wort zu denjenigen, die Tag für Tag ehrenamtlich für unsere Grundrechte auch unter schwierigen Bedingungen auf die Straße gehen, zu den unzähligen Vereinen und ehrenamtlichen Menschen in Hessen. Zwar fördert das Land die DEXT-Fachstellen gegen Extremismus, aber reicht das aus? Der Schlüssel zum Erfolg liegt im aktiven Teil der Zivilgesellschaft. Wie können wir diese Menschen bestmöglich fördern und stärken und auch schützen? Sie selbst schreiben, dass Freiheitsrechte und der Schutz des Lebens und der Gesundheit großes Verantwortungsbewusstsein benötigt. Das unterschreiben wir. Die Menschen und die Vereine, die ich gerade beschrieben habe, zeigen aber seit vielen Jahren gegen eine sehr laute, kleine Minderheit sehr großes Verantwortungsbewusstsein. Beispielhaft möchte ich in diesem Zusammenhang das Beratungsnetzwerk Hessen nennen, die Initiative Nachgefragt Kassel, Response in Hessen, Hand aufs Herz in Gelnhausen, Odenwald gegen rechts oder auch Fulda stellt sich quer. Der runde Tisch gegen Extremismus ist eine Sache. Eine andere Sache jedoch ist eine handfeste finanzielle Anerkennung, damit diese Vereine und Zusammenschlüsse Strukturen aufbauen können, um die Ziele, die Sie in Ihrem Antrag beschrieben haben, eben genau in die Tat umzusetzen. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung in Fulda, dass diese Ehrenamtlichen immer wieder an ihre Grenzen stoßen, sei es, weil die Aufgaben immer vielfältiger werden oder weil sie mit Abmahnungen und sonstigen Einschüchterungsversuchen von Extremisten
und Populisten überschüttet werden. Auch das ist die traurige Wahrheit in diesen Zeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihr Antrag zeigt deutlich auf, dass etwas ins Ungleichgewicht geraten ist. Es zeigt, dass wir die Grundrechte jeden Tag aufs Neue verteidigen müssen. Und es reicht nicht alleine, sich zu den Grundwerten zu bekennen. Da müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Die Landesregierung muss viel mehr für Öffentlichkeit, für die europäischen Maßnahmen sorgen. Und die Zivilgesellschaft muss dabei besser unterstützt werden, wenn sie sich für unsere freiheitlich-demokratischen Grundordnung einsetzt und engagiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Waschke.